Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und begleitet mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich Whiskys? Indem ich sie blind verkoste. Und wie bewerte ich sie? Indem ich ganz einfach sage, was wäre ich bereit, heute für diesen Whisky zu bezahlen. Und das ist meine persönliche Meinung und die zählt auch nur heute. Und morgen könnte ich was ganz anderes sagen. Alles klar? Gut. Dann wollen wir mal anfangen. Gut, das ist die Nummer 43. So, das ist die 4243. So, 43. Die sind alle in 7er Reihen. Ich weiß also, ich brauche da nicht mehr durchzuzählen. So. Also, braucht nicht zu denken, dass ich hier schon irgendwie einfach nur reingreife und ich weiß dann die Zeit. Also, betuppen tue ich mich hier nicht. Dazu hätte ich gar keinen Bock. So, jetzt wollen wir mal gucken, was für ein Deliquent ich hier habe. Ich würde so gerne einen Rauchring haben, aber ich glaube, na, schauen wir mal. Ich bin mir nicht sicher. Also es ist kein Rauch, also kein typischer Rauch, sagen wir es mal so. Aber guter Whisky. Würzig. Hat da richtige rote Früchte. Richtig kräftige Sherry-Noten. Ich würde das jetzt mal als Sherry bezeichnen. Der Alkohol. Ich glaube, er ist auch ein bisschen höher. Das heißt, ich spüre den Alkohol in der Nase. Ja, das ist durchaus ein interessanter Whisky. Leicht. Also ein bisschen Holz riecht man. Wenn der Alkohol zu stark betäubt, das ist manchmal ein bisschen schade. Aber er hat eine süße Vanille. Ja, das schauen wir mal. Ich glaube, wollen wir mal diesem Whisky eine Chance geben, wie er dann sich so im Gaumen verhält. Wow, total komplex. Leute, das kann ich kaum erklären. Das war so, das war, als wenn man so ein Farbenspiel hat, ja, also rot, grün, blau, gelb, lila und so weiter, also so diese Geschmäcker sich wechseln. Und genau das ist hier passiert. Unsagbar komplex, unsagbar schnell, so zack, zack, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Boah, also, hab Mitleid, aber der Whisky ist echt schwer zu beschreiben, weil er so viele Komponenten hat. Also, er gehört schon mal zu den Top-Whiskys, ja. Fruchtig rein. Dann kommt diese Gewürze. Dann die Süße wieder. Dann merkt man plötzlich auch mal ein bisschen Fass. Getragen von den tiefen Aromen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Kaffeearomen, das, aber er hat so eine, diese tiefen, schweren Aromen, die tragen den ganzen Whisky dann noch durch. Und oben drüber tanzen so diese verschiedenen Geschmacksrichtungen drauf. Einfach wirklich ein toller Whisky. Hm.
Oh. Ich habe sogar das Gefühl, als die Süße auf meinen Lippen ist. Boah. Bin echt am Überlegen, welcher Whisky könnte das sein? Boah. Boah, ich bin völlig überfragt. Der ist so gut. Ich bin echt platt. Aber wieder kein Rauchiger. Nein, Rauch hat er nicht. Oh Mann, Leute. Ich bin so überfragt. Er hat aber auch einen höheren Alkoholgehalt. Mann, oh Mann. Was könnte das sein? Ich bin am Überlegen, welcher von meinen Whiskys könnte das sein? Ist das ein Glengoyne? Hat er diese Masse gehabt? Ben Nevis? Fantastisch. Leute, ich weiß nicht, was es für ein Whisky ist. Aber auch hier. Ja, ich bin begeistert. Also fruchtig. Dieser Wechselspiel der ganzen Geschmäcker, dieses unsagbar schwer für mich zu beschreiben ist, weil es ein richtig hohes Level hat. Und da ich ja nur Whiskys bis 60 Euro habe, ist das also für mich ein Whisky, den würde ich 60 Euro ausgeben, würde ich sagen, ist er wert. Ich bin am Überlegen, was hatte der eigentlich hier? Glengoyne. Steht hier drauf, was der für Prozentzahlen hat? 48%, ja. Der Glengoyne hat 48% und der hat hier auch etwas höhere Prozentzahlen. Fantastischer Whisky. Toffifee. Ja, Butterscotch, halt dieses Toffifee mit gerösteten Nüssen dabei. Wow. Leute, es zieht sich vielleicht ein bisschen hin, aber ich weiß nicht, welcher Whisky das ist. Aber der Whisky, den ich hier gerade im Glas habe, ich vermute, es könnte der Glengoyne sein, ist ein toller Whisky. Egal. Ich sage 60 Euro, weil das wäre ich bereit, heute dafür zu zahlen. Und jetzt schauen wir mal, was ich da wirklich im Glas habe. Das ist die Nummer 32. Soweit ich mich erinnere, war 32 einer meiner eher jüngeren Whiskys, weil diese Nummer habe ich etwas später vergeben. Also ich habe ja nicht fortlaufen, ich habe das so ein bisschen auch noch durcheinander. Ja, 32. Ist er nicht? Boah, ich bin jetzt echt platt. Das ist ein Johnnie Walker Select Cask Rye Cask. Finish für 33 Euro. Habe ich mich jetzt wirklich verguckt? Ne, 32. Hier, nochmal 32. Wahnsinn! Johnnie Walker Select Cask Rye Cask Finish. Schottland ist ein Blend, 46%. Johnnie Walker, habe ich immer gesagt, sind ein bisschen überteuert. Also immer so 2, 3, 5 Euro. Aber der ist sein Geld wert. Wirklich. Also, ich bin jetzt echt voll platt. Ja, also, der ist echt gut. Deutlich Eichenaromen, Vanille, gebackene Äpfel, Karamell, Honig, Zimt und feine Reiwürze.
Ja, die Reihwürze. Ich glaube, ich habe auch was mit Würze gesagt, ja. Sehr intensiv und vielseitig. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr cremig. Eichenwürze, Zimt, schwarzer Pfeffer, Vanille, ausgewogenem Geschmack. Kombination von Malt, Rye-Aromen, Zunge und Gaumen, mittellang, würzig, ausgewogen, frische amerikanische Weicheichenfächer, Weißeichenfässer und Finish in Rye-Fässer. Sonstiges, 10 Jahre alt. Einer der wenigen Johnnie Walkers, die eine Altersangabe haben. Es gibt den Green Label und es gibt diesen hier, der hat eine Altersangabe von 10 Jahren und dieser Whisky ist zu empfehlen. Ich habe ihn jetzt zweimal schon gehabt. Und ich bin diesmal wirklich, wirklich, wirklich überrascht. Also hätte ich nicht gedacht. Also, wow. Also gut, ich habe die höhere Prozentzahl wenigstens auch noch hingekriegt. Sonst lag ich hier ein bisschen daneben. Aber ich finde hier, das ist ein Whisky. Kann man immer wieder kaufen. Ich bin gerade im Überlegen, Select, den habe ich sogar zweimal schon gekauft. Genau, den habe ich nämlich einmal schon mal gekauft und ich habe noch mal eine komplett volle Flasche hier stehen, weil ich von diesem Whisky so überzeugt war und ich weiß warum. Weil er einfach gut ist. Ja? Das ist für mich einer der besten Johnnie Walker Whiskys, die man kaufen kann. Ja, das ist meine Sicht der Dinge, das so wie ich Whiskys bewerte. Heute mal ein Whisky, der preiswerter ist, viel höher bewertet. Ich bin aber überhaupt gar nicht enttäuscht oder deprimiert oder schrecklich drauf, weil ich finde, ich freue mich, wenn ich Whiskys finde, die wirklich, wirklich gut sind und für das Geld auch wirklich was liefern. Ne? Ja, das war's dann für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Und worüber ich mich am meisten freue, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, tschüss.